Cornelius Stahl. Möglicherweise haben Sie gerade all Ihren Mut zusammengenommen, um mit mir zu sprechen. Ja, hallo, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Ich sitze hier gerade im Tonstudio Rögelsnapp und begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Sondersendung. Bei mir im Studio ist niemand Geringeres als Dr. Cornelius Stahl, der bekannte Psychiater. Gerichtspsychologe ist die richtige Bezeichnung. Und ich habe vor der Sendung schon gefragt, ob Sie diese Limonade auch kalt haben. Ja, sicher. Ihre Limo kommt sofort, nehme ich mal an. Meine Damen und Herren, wir haben außerdem per Telefon hinzugeschaltet den Autor Marc Freund. Guten Tag. Guten Tag, Herr Freund. Herr Freund, wie ist es zu dem Projekt Dr. Cornelius Stahl, mörderische Abgründe, gekommen? Das geht zurück auf eine Anfrage des Verlages Rögelsnapp, bei dem ich eine meiner Kriminalgeschichten veröffentlicht habe. Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könne, die Fälle des berühmten Dr. Stahl aufzuschreiben, ähnlich vielleicht wie Dr. Watson die Fälle von Sherlock Holmes zu Papier gebracht hat. Naja, aber doch wohl mit dem kleinen Unterschied, dass ich eine reale Person bin, die alles, was Sie da aufschreiben, wirklich erlebt hat. Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Dr. Stahl? Wie können wir uns das vorstellen? Ich durfte Einblick nehmen in die Originalakten, die Dr. Stahl bisher der Öffentlichkeit vorenthalten hat. Nebenbei habe ich auch in seinem legendären Notizbuch gelesen, um auch private Details mit in die Geschichten einbringen zu können. Was? Wieso weiß ich davon nichts? Hat meine Sekretärin, die Gersthoff, Ihnen das etwa zugesteckt? Herr Freund, wenn Sie Dr. Stahl beschreiben müssten, wie würden Sie das tun? Tja, Dr. Stahl ist wirklich ein ganz ungewöhnlicher Zeitgenosse. Er hat einmal gesagt, wer anders denkt als ich, hat plötzlich viele neue Freunde. Und ich glaube, dieses Zitat beschreibt ihn besser, als ich es je könnte. Und Ihre Meinung zu Herrn Freund, Herr Dr. Stahl? Also zunächst mal kann ich mich nicht erinnern, das jemals gesagt zu haben. Zu Herrn Freund möchte ich sagen, nach anfänglichen Bedenken meinerseits hat er sich doch als ganz umgänglich erwiesen. Er stellt nicht so viele Fragen, sondern beschränkt sich darauf, meine Fälle aufzuschreiben. Und das macht er ganz ordentlich. Wie sind Sie eigentlich ursprünglich zum Schreiben gekommen, Herr Freund? Was hat Sie inspiriert? Ich glaube, eine große Schuld, wenn man das so nennen kann, haben die Edgar Wallace-Filme der 60er Jahre, die mich schon als Junge ungemein fasziniert haben. Die Begeisterung hat bis heute angehalten und hat mich dazu bewegt, selbst Geschichten in dieser Art aufzuschreiben. Und wo nehmen Sie die Ideen dafür her? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe als Autor eine Art innere Antenne aufgestellt, die versucht, Signale aufzufangen und gewöhnliche oder ungewöhnliche Alltagssituationen daraufhin zu überprüfen, ob sie sich für eine neue Story verwerten lassen. Eine innere Antenne? Mein lieber Freund, das klingt ganz so, als sollten Sie sich mal einen Termin in meiner Praxis geben lassen. Habe ich Ihnen eigentlich schon meine Karte gegeben? Herr Freund, an welchen Projekten arbeiten Sie außerdem, wenn Dr. Stahl Sie mal nicht in Anspruch nimmt? Ich schreibe ganz unterschiedliche Sachen und versuche, alles mal auszuprobieren. Ich habe zuletzt einige Manuskripte für eine bekannte Hörspielserie verfasst. Und im letzten Jahr habe ich einen Kriminalroman geschrieben, der momentan bei einem Verlag zur Prüfung liegt. Na, ich sehe gerade, wir nähern uns langsam dem Ende unseres Interviews. Ein abschließendes Wort von Ihnen an unsere Hörer, Herr Dr. Stahl? Ich mache nicht gerne viele Worte. Bleiben Sie uns gewogen, geben Sie auf sich Acht und all das. Diese Limonade ist schon wieder warm. Haben Sie keinen Kühlschrank? Und Herr Freund, noch ein Wort von Ihnen? Ja, es ist schön zu sehen, dass unsere Serie so gut angenommen wird. Und ich freue mich natürlich auf noch viele weitere spannende Folgen. Herr Freund, herzlichen Dank und auf Wiederhören. So, das hat ja zum Glück doch nicht so lange gedauert. Ach, übrigens, haben Sie heute Abend schon was vor? Eine Produktion vom Rögelsnapp Verlag 2011. Regie und Produktion Dag von Rögelsnapp.